Herzlich willkommen zurück zu Folge Nummer 3 von Splatoon 2. Und ich hol mal kurz was. Denn ihr habt ja bestimmt die Unboxing gesehen, die Amiibo. Und die wollen natürlich auch eingesetzt werden. Ich habe die mittlerweile schon registriert und ihnen einen Spitznamen gegeben, damit wir das nicht mehr machen müssen. Und dann geht's los. Amiibo-Daten lesen. Fangen wir an mit dem Inkling Boy. Alle Folgen, bitte bewege das Amiibo nicht. Ist das das Amiibo? Ich dachte immer die Amiibo. Und pilot ja nicht dieses Headset auf. Und auch ein anderer. Nein. Sonst wieder genau gleich. Schön, dich kennenzulernen. Ahoi, selten jemanden gesehen, der so cool ist wie du. Danke. Sollen wir Freunde sein? Von dir kann man bestimmt was lernen. Ich könnte mir deine Ausrüstung und Kameraoptionen für dich merken. So kannst du deine Ausrüstung blitzschnell wechseln. Und zwar unter Anpassen oder in der Lobby. Na, ist das was? Nee, ich spiele nur auf der Konsole. Den Suit bekomme ich nicht, was? Nochmal drauf, komm. So. Ja, das hast du mir gerade schon erzählt. Nein, ich hatte schon wieder... Oh, Gott. Bin ich jetzt echt so dumm? Aber auf der Packung steht eindeutig drauf, man bekommt damit einen Anzug. So, und jetzt sag ich los. Berühre nochmal. Steht es auf meinem Dings. Spitze, da habe ich doch gleich was für dich. Wenn du noch etwas mehr kämpfst, gibt es von mir wieder was. Ah, okay, man bekommt die Ninja-Maske. Und einen anderen Teil der Ausrüstung bekommt man erst. Machen wir doch direkt ein Foto. Hier gibt es ein paar prima Stellen dafür. Ja. Foto mit diesem Amiibo von mir aus. Das ist ja cool. Das ist ja cool, ich kann ein Foto mit dem machen. Zack. Nein. Da hat sogar die Augen offen. Perfekt. Passt. Zurück. Dankeschön. Das war dann noch der Inkling Boy und dann können wir jetzt ein anderes Amiibo einlesen. Und zwar machen wir weiter mit dem Inkling Girl. Ah, okay. Hat ein bisschen gedauert. Freut mich. Ist erst nur Ink Girl, weil Inkling könnte war zu lange. Wow, du bist vielleicht cool. Wollen wir Freunde sein? Ich könnte bestimmt noch was von dir lernen. Außerdem könnte ich deine Kameraoptionen und Ausrüstungen speichern. Lest ihr das vom gleichen Teleprompt ab? Und das hat vorhin keiner umgeschrieben? Diese Funktion ist in der Lobby und ja, kennen wir. Schlecht was? Ja, mach's. Muss ich ja, damit ich das wieder von dir bekomme. Speichert alle meine Daten. Schleifvorgang, bitte bewege das Amiibo nicht. Was? So, los. Und jetzt die Amiibo draufstellen. Das Amiibo. Ich dachte wirklich immer, es ist die Amiibo. Habe ich direkt ein Geschenk für dich. Wenn du noch ein bisschen kämpfst, gibt es mehr Geschenke. Tintenfischclip. Okay. Ziemlich cool. So, dann lass uns doch gleich mal ein Foto machen. Okay. Foto gespeicherte Ausrüstung. Keine Ausrüstung gespeichert. Okay, Foto mit diesem Amiibo. Hey, wo ist Ihre Waffe? Ja, nein, so, mach die Augen auf. So, das sieht doch gut aus. Perfekt. Anderes Amiibo einscannen. Wir haben hier nur noch einen. Und zwar den Squid. Den habe ich auch so genannt. Perfekt. Das Vergnügen ist ganz meinerseits. Oho, ich muss schon zugeben, du bist mal echt cool unterwegs. Die Squids können irgendwie immer was anderes. Finde ich geil. Ich bin mächtig beeindruckt und wäre gern dein Freund. Dann würde ich mir deine Kameraoptionen und Ausrüstungen merken. So könntest du blitzschnell deine Ausrüstung wechseln. Ganz bequem in der Lobby oder unter Anpassen. Voll praktisch, findest du nicht? Ja, mach. Muss ich eh, damit ich ein Geschenk von dir bekomme. Er hat zumindest anders gesagt, er macht wieder dasselbe. Toll, danke, hier ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Für noch mehr Erfahrung im Kampf gibt es auch mehr Geschenke. Exoprotot.
Typenhelm. Okay, der hat scheinbar Tintentoleranz. Prima, wie wär's denn jetzt mit einem Foto? Ich kenne viele Orte, die sich für ein Foto anbieten. Ein Foto mit diesem Amiibo. Hallo? Steh auf! Oh Gott, wie aggressiv der aussieht. Okay. Interessant. Was ich auch noch ausprobieren möchte, ist tatsächlich, ob die alten Splatoon-Amiibos kompatibel sind. Das probieren wir gleich mal aus. Das ist ja der alte Squid. Tatsächlich. Den habe ich auch Squid genannt. Das Vergnügen ist ganz meinerseits. Oho, ich muss schon zugeben, du bist echt cool unterwegs. Ich laber einfach das gleiche wie alle anderen. Oh, voll praktisch, findest du nie. Ich wollte nur den Text skippen. So, und jetzt voll praktisch, findest du nicht. Los, mach. Jetzt habe ich auf 4 Amiibos meine Kameraeinstellung gespeichert. Weil ich das echt asozial finde, dass ich die drauf speichern muss, um hier was zu bekommen. Von ihm bekommt man auch was. Okay, das heißt, wir haben jetzt gerade 4 Amiibos. Von ihm bekommen wir auch einen Exo-Helm. Haben wir vom anderen nicht gerade den Prototypen bekommen? Achso, da bekommen wir quasi den Vorgänger davon. Okay. Machen wir mit dir auch noch ein Foto, okay? Bin ich so famous? Okay, das sieht tatsächlich exakt gleich aus wie der andere. Foto machen, wo auch beide hinschauen. Und dann passt es auch. Ja, diese Folge war einfach eine... Klar, sie war jetzt nicht so actiongeladen und so spannend. Aber ich würde sagen, wir könnten dafür dann die Amiibo-Sachen auch gleich anprobieren. Das geht auf Plus. In dem altbekannten Menü. Also, wir haben hier diesen Exo-Prototypen-Helm und einen anderen Helm. Was hat der eigentlich? ZL, Details, Tintentoleranz Plus, Bombenschutz, Schwimmtempo, Startvorteil. Schnelle Rückkehr mit der Ninja-Maske und Regeneration. Okay, ich würde sagen, wir ziehen für den nächsten Kampf tatsächlich mal diesen Exo-Prototypen-Helm an. Der sieht ziemlich geil aus. Haben wir noch Kleidung, haben wir nichts bekommen. Schuhe haben wir auch nichts bekommen. Wir haben von allen zuerst mal den Helm bekommen. Sonstiges. Amiibo. Okay, das kann ich da auch jederzeit speichern. Mein Aussehen kann ich auch ändern. Und hier eben die Einstellungen im Handheld-Modus und im TV- bzw. im Tisch-Modus. Gut, dann war das eine etwas kürzere Splatoon 2-Folge. Könnt ihr trotzdem da noch umladen, wenn es euch gefallen hat. Wir haben uns mal angeschaut, was die Amiibos können. Tatsächlich wenig bis gar nichts. Man bekommt das einfach nur. Sie haben nicht mal mehr diese speziellen Missionen, wie man sie hatte in... in Splatoon 1. Da konnten sie ja noch mehr. Wobei, wir könnten noch mit dem hier sprechen. Hey, was läuft? Hey, wir kennen uns doch nicht, oder? Ich vergesse nie, wenn der cool ist. Pass mal auf, eines musst du unbedingt wissen. Wenn du ganz oben mitspielen willst, brauchst du gute Ausrüstung. Hast du mal so ein Poser mit nur Skills, aber fetter Ausrüstung gesehen und dir gedacht, diese Ausrüstung wäre bei mir besser aufgehoben? Bestimmt, oder? Aber zum Glück gibt's ja mich. Sieh dir, wenn mit A... Was? Sieh dir, wenn mit A an... Also wen wir da an. Und wenn er was Brauchbares hat, klingel mit ZL bei mir durch. Und dann bestelle ich dir das gute Stück, okay? Ich kann jetzt nicht versprechen, dass dieselben Effekte drauf sind. Halb so wild, oder? Stellung abholen. Immer locker bleiben. Ich habe nichts für dich bestellt, weil du nichts bestellt hast. Okay. Centerworld-Lieferungen. Du kannst Centerworld über den Online-Service... Ah! Dazu kommt auch noch ein Video zur App. Okay, dankeschön. Man sieht sich. Ich soll jetzt irgendwem hingehen, der eine geile Ausrüstung hat. Okay. Tatsächlich schon ein schwarzes Shirt und wir haben eh so wenig Schuhe. Komm, wir bestellen einfach mal die Schuhe. Bestellen wir bei ihm. Bestellen. Bestellungen pro Item. So, dann schauen wir uns noch einen anderen an. Den Kollegen hier. Nee, du hast noch die Standardsachen. Was hast du? Tintenfischspange. Da bestellen wir doch gleich was. Unverkäuflich. Okay, dann bestellen wir eben das hier. Bestellen. Perfekt. Passt. Dann ist aber wirklich für diese Folge. Danke fürs Zuschauen. Schaut mit dem ganzen Social Media Kram vorbei. Abonnieren nicht vergessen. Und dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.